Ja, und damit Good Morning, Champions, und willkommen zu Forza Motorsport. Ich habe hier, dank Nintendo und Xbox, die 1 von 7, Wertauswahl aus 1 von 2. Richtig. Ich habe dank Nintendo und Xbox die Möglichkeit hier bekommen, das Spiel mir ein bisschen im Vorfeld anschauen zu dürfen, nachdem wir uns ja vor ein paar Wochen schon die Preview dazu angeschaut haben, ein bisschen Fazit dazu gezogen haben, sind wir jetzt in der vollen Version hier am Start. Ich habe richtig Bock tatsächlich auf das Spiel. Die Preview, wer da mein Fazit nicht gesehen hat, hat ja sehr viel Spaß gemacht zu spielen, definitiv. Und die Preview war ja so die ersten 70 Minuten vom vollen Spiel, deswegen ich weiß es nicht, wie dramatisch viel sich da anders tun wird. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch den ersten Teil des Builders Cup in einer Folge machen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man durchaus mal machen kann. Ich war schon jetzt mal kurz drin in den Einstellungen, habe da ein paar Sachen gemacht, gerade auch in den Audio-Settings, das ein oder andere mal eingestellt. Das heißt, wir können tatsächlich direkt reingehen ins Spiel und mal gucken, was uns jetzt hier so in der Vollversion erwartet. Wir treffen uns an legendären Kathedralen des Rennsports. Vereint durch Leidenschaft, getrieben vom Wettkampfgedanken. Stellen wir uns jeder Herausforderung. Wir feiern jede eingesparte Sekunde und gehen an unsere Grenzen. Willkommen in einer neuen Ära des Motorsports. Willkommen bei Forza. Forza Motorsport, endlich, 6 Jahre haben wir gewartet und jetzt ist es da und wir können spielen und ich bin so happy. Das Intro kennen wir ja schon, denn erzählt die Chevrolet Corvette E-Ray über Maple Valley fahren. Maple Valley, eine Strecke, die ich ja okay finde, sag ich mal. Wir haben jetzt hier natürlich auch noch den Vorteil, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wir spielen jetzt auf dem PC. Auf den maximalen Grafikeinstellungen, ich habe hier die Preview auf der Series S gespielt. Perfekte Strecke, um die neue Corvette E-Ray auf harten Schnieren zu testen. Das ist kein Rennen, aber du bist da draußen nicht allein. Also behalte den Verkehr im Auge. Ja, machen wir. Nein, das heißt, wir haben jetzt natürlich hier auch die maximalen Grafik-Settings. Ist sie blau, gib Gas. Ist sie rot, musst du bremsen. Ah, okay. Die Fahrhilfen-Settings haben sich gar nicht übernommen. Kann ich die jetzt hier noch kurz ändern? Weil das greift mir schon ein bisschen viel ein. Ja, nee. Zack, zack. Okay, komisch, dass das nicht übernommen wurde. Aus, aus, manuell. Den Rest hat's aber. Ja, den Rest hat's übernommen. Okay, keine Ahnung. Komische Sache. Genau, ich bin auf maximalen Grafik-Settings. Das Einzige, was ich auch habe, ist Raytracing. Weil Raytracing. Ja. Raytracing sieht einfach nur Power und bringt aber an sich relativ wenig. Grafisch gesehen, deswegen. Ich werde es vielleicht immer mal anmachen, dass man einen Test auch wirklich machen kann. Ja, die ändern wir mit. Mit dem rechten Button. Da sehen wir sie. Okay, das ist grafisch schon mal ein sehr krasser Unterschied zu Series S, finde ich. Also auf der Series S sah es schon sehr gut aus, finde ich, aber das ist jetzt echt nochmal eine andere Stufe. Das gefällt mir schon. Ja, werden wir auf das Intro in der Third Person bleiben, würde ich sagen.
Wie gesagt, der Plan ist eigentlich, dass ja das hier, die Preview, so die ersten 70 Minuten vom Spiel waren, denke ich, werden wir jetzt hier einfach mal den ersten Cup abschließen. Ich glaube, das kann man so machen. Dann haben wir ja hier die erste Folge eine etwas längere und es gibt heute dann direkt natürlich auch neuen Content im weiteren Verlaufe des Tages. Eine Änderung tatsächlich, ich werde jetzt hier mal nicht direkt mit der Simulationslenkung fahren, sondern mit der Standardlenkung. Ich bin natürlich mit dem Controller unterwegs. Aber nee, ich möchte mal wissen, wie die Standardlenkung sich fährt und genau, es wird auch noch ein Video mit Lenkrad geben auf jeden Fall. Das werde ich mir dann natürlich auch angucken. In der Preview ging das ja noch nicht. Für mich persönlich, für andere schon. Das ist nur ein Vorgeschmack auf eine typische Trainingseinheit mit wenig Verkehr. Jetzt wollen wir sehen, wie die letzten Runden eines Ausdauerrennens gegen ein komplettes Fahrerfeld aussehen. Nächster Halt, Hakone, Japan. Hakone. Ja, das fand ich sehr cool. Das war das Rennen der Preview, was ich nicht gewonnen habe. Mal gucken, ob wir es jetzt besser schaffen, nachdem ich ja ein bisschen mehr Erfahrung im Spiel gesammelt habe. Ob wir das in der Vollversion jetzt hinbekommen oder nicht. Willkommen in Hakone, Ladies and Gentlemen. Im Cadillac Hypercar. Sehr, sehr geiles Teil auf jeden Fall. Davon haben wir erstmal nicht mehr zwei im Spiel. Ich denke, wir werden in Folge 2 mal durch die Karte ein bisschen durchgehen. Wir brauchen noch einen Boxenstopp, um frische Reifen aufzuziehen und uns in eine gute Position für das Finish zu bringen. Ja, mach mal. Ah, der Sound, wenn er aus der Box fährt. Wenn du wirklich erst mit dem E-Motor losfährst und dann der V8 reinkickt, das ist einfach ein geiles Level. Das ist so ein geiler Sound einfach, muss man so sagen. Ich will jetzt mal nicht die Kamera wechseln. Wir bleiben, wie gesagt, in der Third Person. In der Preview waren wir in der First Person, glaube ich. Deswegen bleiben wir jetzt in der Third Person mal drinnen. Ja, wie gesagt, wir haben ja vom Cadillac Hypercar haben wir ja zwei im Spiel. Wir haben einmal hier die Nummer 1 und wir haben einmal, glaube ich, die Nummer 2. Das dürfte blau sein. Ob wir den roten, was die Nummer 3, glaube ich, ist, auch haben, weiß ich gerade nicht. Aber wie gesagt, wir können uns vielleicht in Folge 2 mal die Kalis ein bisschen angucken. Durch die Automesse mal ganz kurz durchgehen. Wobei, die Kalis ist ja eigentlich online. Eigentlich brauchen wir es nicht. Ich gehe davon aus, wenn das Video hier online ist, werden die letzten paar Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch öffentlich fehlen, auch bekannt sein, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Hat sich schon sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hakone sieht, finde ich, auch sehr geil aus. Definitiv. Also das hat auf jeden Fall was. Gerade hier in der Nacht. Optisch sehr schön. Genau, da ist, wenn ich es jetzt richtig sehe, direkt das zweite Cadillac, was wir hier im Spiel haben. Jawohl, da ist er. In Sacrebleu. Wunderschönes Teil. Zweites offiziell, bis er bekannt ist. Ach, guck mal, da ist auch der rote. Na, nein, da haben wir alle drei drin. Nee, aber soweit ich weiß, ist der Cadillac der einzige, den wir da im Spiel haben, leider. Das ist ein bisschen schade tatsächlich, aber vielleicht kommt die anderen über den DLC rein. Man weiß ja immerhin jetzt schon mal, dass, wenn wir hier mal die Führung übernehmen, easy. Ne, man weiß ja immerhin schon mal, dass der Acura DPI, der zumindest optisch nah dran ist am LMDH, in ein paar Wochen dann reinkommt wird ins Spiel. Also vielleicht kommt da dann irgendwann auch mal das einfach. Aber da, ganz ehrlich, um Post-Launch-Content kümmern wir uns jetzt am Anfang mal noch überhaupt gar nicht. Sondern kümmern wir uns mal darum, dass wir das erste Rennen geschmeidig gewonnen haben hier im Cadillac. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Von offenen Trainings bis hin zu dramatischen Rennen, das alles erwartet dich. Bist du bereit, deine Motorsportreise zu starten? Ja, sicher. Du kannst mit denen auch direkt. Also, ich nehme den. So, ich habe da kein Problem damit. Das
Also nehme ich gerne meine Garage. Bereiten wir uns auf deine neue Rennkarriere vor. Grüezi. Halleluja, bin ich ein Papagei. Ja, wir nehmen... Nehmen wir einen weiblichen Körper? Nehmen wir den männlichen Körper. Ich hatte gerade kurz überlegt, weil wir... Etwas anderes auszuprobieren oder einen Blick auf die Neuerungen zu werfen. Nee, ich hatte kurz überlegt, weil wir in Forza Horizon immer einen weiblichen Charakter nehmen, weil ich finde, die männlichen sehen immer scheiße aus. Ob wir das jetzt hier auch weiterführen, aber in F1 sehen wir auch immer einen weiblichen, deswegen machen wir das einfach mal so. Ich finde tatsächlich diesen hier ganz schick. Hat ein bisschen was von dem Petronas, von Petronas-Rennanzug. Deswegen nehmen wir den einfach mal. Also von AMG aus der Formel 1 mit den Petronas-Farben eben. Die Reise eines Autos vom Showroom in den erlesenen Kreis von Siegern ist von tausenden kleiner Entscheidungen geprägt. Jede Komponente, jedes Detail, sorgfältig ausgewählt von grandiosen Ingenieuren, die wissen, wie man die Grenzen eines Autos sprengt. So. Die letzte Zehntelsekunde aus ihm herausholt. Dabei entsteht etwas, das ein einzigartiger Ausdruck ihrer selbst ist. Hier beginnt die Reise jedes Autos. Wer ein Builders Cup Champion werden will, muss der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein, wie es am Renntag ernst wird. Ja, richtig. Auch die drei Fahrzeuge kennen wir schon. Das sind die Startfahrzeuge, die wir in der Preview auch schon zur Verfügung hatten. Wir haben verschiedene Autos zur Verfügung. Sie bilden alle eine solide Grundlage für dein Bild. Also wähle ein Auto, das dich anspricht. Die Wahl eines Autos ist ein wichtiger erster Schritt für jedes Builders Cup Team. Ja, wir haben uns ja in der Preview alle drei schon angeschaut. Derjenige, mit dem wir allerdings am wenigsten Zeit tatsächlich verbracht haben, ist der Mustang. Ich würde den Mustang deswegen jetzt nochmal nehmen tatsächlich, weil ich den auch vom Fahrverhalten her am geilsten fand. Einfach Heckantrieb, Frontmotor und es ist halt ein Mustang. Alternativ hätte ich den Subaru eventuell genommen, aber ich denke, wir werden uns die eh alle mal angucken irgendwann. Zumindest die Startfahrzeuge. Und ja, deswegen nehmen wir mal den 2018er Mustang GT. Der STI 209 ist möglicherweise der beste Hochleistungs-Subaru aller Zeiten. Ja, das ist schön. Der Turbomotor und der Allradantrieb sind wie geschaffen für eine heftige Beschleunigung und ein unglaubliches Handling. Ja, glaube ich auch, deswegen nehme ich den Mustang. Gute Entscheidung. Okay, auch witzig. Ja, falls ein Devon-Patch... Dein bestmögliches Rennerlebnis, indem du den Schwierigkeitsgrad und das Regelwerk anpasst. Wenn sich deine Fähigkeiten am Steuer verbessern, erhöhst du den Schwierigkeitsgrad, um noch mehr Credits zu verdienen, mit denen du neue Autos kaufen kannst. Ja, machen wir. Die 7 könnten wir vielleicht einfach mal probieren. Wir probieren die 6. Komm, wir probieren einfach die 6 nochmal und gehen auf die Sportregeln. Genau, ich glaube, so machen wir es. Nee, falls ein Devon-Patch kommt, wollte ich noch sagen, ist der hier jetzt natürlich nicht dabei. Das heißt, es kann sich das ein oder andere zum wirklich vollen Release noch tun, natürlich. Das ist klar. So, und jetzt habe ich ein bisschen Vorteil, weil die Strecken kenne ich alle schon. Wenn ihr sehen wollt, wie ich versage, geht's in Folge 2 weiter für euch. Willkommen in Grand Ole Raceway. Das ist deine Gelegenheit, dich mit dem Streckenlayout und dem Handling des Autos vertraut zu machen. Ich habe eine Zielzeit vorgegeben. Wenn du Probleme hast, diese Rundenzeit zu erreichen, solltest du vor dem Rennen vielleicht den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also, los geht's! Genau, wir können jetzt hier im Prinzip nochmal uns ein paar Zeiten angucken, beziehungsweise ein paar Daten auch zu den Strecken. Wir können... Fahrstil, Streckenbedingungen und Rennlänge sind Schlüsselfaktoren bei der Bestimmung unserer anfänglichen Kraftstoff- und Reifenstrategie. Wählen wir eine begrenzte Kraftstoffmenge und weiche Reifen für ein leichtes und schnelles Auto? Oder tanken wir voll und ziehen her? Genau, so dass jetzt alles erstmal... später in die Boxengasse zu müssen. Ja. Wir müssen das Kosten-Nutzen-Verhältnis jeder Entscheidung abwägen. Ja, müssen wir. Wir sollten mit dem Setup experimentieren, um die beste Kombination für das jeweilige Rennen zu finden. Richtig, genau. Nee, also im Prinzip das, was man erwarten würde. Wir können uns halt das Auto noch mal ein bisschen feintunen, Schwierigkeitsgrad anpassen. So, wir gehen jetzt erstmal ins Training rein, fahren die ersten Meter hier jetzt.
in Forza Motorsport. Wie gesagt, es ist insane. Es ist. Wann wurde das Spiel das erste Mal angekündigt? 2019, 2020 oder so? Das ist halt Jahre her und jetzt ist es da. Teil jeder Rennveranstaltung, da du dich mit deinem neuesten Bild mit der Strecke vertraut machst. Im Laufe des Trainings erhältst du Credits und wir erfassen die Rundenzeiten, um vor dem Rennen zu analysieren, wie du gegenüber der Konkurrenz abschneidest. Richtig. Genau, also wir haben jetzt hier im Prinzip, um es einfach simpel runterzubrechen, wir haben Targets, die wir erreichen müssen oder erreichen können teilweise. In dem Fall, was wir erreichen müssen, ist 3 Runden abschließen. Was wir erreichen können, ist eine Rundenzeit von 1 Minute 5 abschließen. Und wenn wir das schaffen, werde ich hier mal euch auch demonstrieren, dass der Mustang untersteuert. Wenn wir das erreichen, kriegen wir einfach nochmal ein paar mehr Auto-XP. Auto-XP sehen wir dann oben rechts die Leiste. Und wenn wir da auf eine weitere Stufe aufsteigen, dann schalten wir mehr Tuning-Teile frei. Soweit, so simpel. Und wir sehen im Prinzip, wenn ich in eine Kurve fahre, kriege ich eben Auto-EP dafür. Jetzt dürfte es hier gleich auch... Nein, es gibt hier noch keine Sektoren. Okay, dann werden die gleich erst eingeführt in Mugello, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall im Training, das werden wir in Mugello gleich noch sehen, auch Sektoren, durch die man dann seine Zeit auch nochmal gezielt verbessern kann. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich fahre jetzt hier erstmal ein bisschen in der Third Person. Wir werden die meiste Zeit in der First Person verbringen, weil ich das auf realen Rennstrecken oder allgemein auf Rennstrecken, ob die jetzt real sind oder fiktiv, sowas wie Mapple Valley ja auch beispielsweise, ist egal. Auf Rennstrecken bin ich allgemein einfach am liebsten in der First Person unterwegs. Die Zeit haben wir mal geschmeidig geschlagen. Genau, laut dem Spiel wäre das jetzt schon mal ein Indikator dafür, dass wir die KI ein bisschen höher stellen sollten, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Aus dem einfachen Grund, weil in der Preview das hier tatsächlich das schwerste Rennen war. Und klar, die KI wird sich nochmal geändert haben, hundertprozentig. Das ist ja auch eine KI, ne, es ist eine KI, die lernt dazu im Laufe der Zeit. In der Preview war die ja noch gar nicht gefüttert mit irgendwelchen Daten. Deswegen, es kann schon sein, dass die KI jetzt hier nochmal sich anders verhält auf jeden Fall, aber das werden wir dann ja feststellen hier vielleicht im ersten Rennen gleich. Es fährt sich sehr ähnlich zur Preview tatsächlich, finde ich. Aber irgendwie fast nochmal echt ein bisschen geiler. Aber das kann jetzt, also das möchte ich jetzt nicht beschreien, das kann auch tatsächlich einfach nur Placebo sein. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Das war sogar 1,35 geschafft, also fast 2 Sekunden schneller als die Zielvorgabe, die wir erreichen müssen, während hier jetzt ein Camaro die Box verlässt, uns freundlicherweise die Linie aufmacht. Wir werden schon mal nicht vorbeifahren können. Aber ja, genau so läuft das Ganze ab. Wir können jetzt hier uns quasi ein bisschen einfahren. Wir können am Feintuning, glaube ich, auch das ein oder andere ändern. Wir sehen auch unten tatsächlich neben dem Tacho unser Sprit und unsere Reifen. Spritstand sehen wir jetzt noch 9 Runden. Hätte ich es ganz gerne tatsächlich, wenn man das in Prozenten irgendwie anzeigen könnte. Das wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen besser, damit man auch weiß, wie viel Fuel man gerade am Safen ist. Also wenn man beides dastehen haben könnte, wie in den F1-Teilen beispielsweise, das wäre ganz geil, finde ich. Aber vielleicht geht das irgendwie noch. Ah, wir haben die Telemetrie sogar. Vielleicht gibt es das da gucken wir uns gleich nochmal um. Jawohl. Und wie es das kann. Rechte Seite schon mal ein bisschen zerbeult, aber das können wir wieder, ne? Da können wir rausmerzen. Genau, da gehen wir ins Rennen. Starten in dem Fall, glaube ich, auf jeden Fall vom P12 aus. Jawohl. Ah, wir haben jetzt hier schon mal ein paar andere Fahrzeuge stehen als in der Preview. In der Preview waren es ja immer sehr ähnliche. Diese erste Veranstaltung hat ein breites Teilnehmerfeld. Aber was ich jetzt hier schon mal gesehen habe, ist der Renault beispielsweise, den wir nicht hatten. Und wir sehen jetzt halt die KI auch teilweise auf anderen Reifenmischungen. Warte mal, ich habe weiter hinten was gesehen, was ich sehr interessant fand. Warte mal, erstmal haben wir hier jetzt noch den Golf 7.5, dürfte das noch sein. Aber was wir ganz hinten hatten, das finde ich jetzt interessant. Wir haben den Challenger SRT8 dabei. Oh, ich bin happy.
Ich bin happy. Genau, Kraftstoff. Ja, warte, 12 Runden mitnehmen ist vielleicht ein bisschen Quatsch, wenn wir nur 4 Runden fahren. Wir nehmen mal 5 Runden Sprit mit. Das sollte ja genug sein, das sage ich jetzt mal. Alright. Und ich würde sagen, jetzt ist aber mal Zeit, ernst zu werden. Wir gehen in die First Person. Und let's go. Komm, wir haben schon mal sehr gut durch. Wir haben natürlich Power, ist auf der Geraden, müssen wir auch punkten. Oh, leichte Kollision. Gibt es da direkt eine Strafe dafür? Ne. Easy. Übernimmt damit die Führung nach Stand 1. Vielleicht müssen wir die Kette doch höher stellen. Weil das hier war auf jeden Fall die Strecke, wo der Mustang am Anfang am wenigsten noch funktioniert hat. Das weiß ich noch. Deswegen, wenn das jetzt wirklich hier so dominant wird, dann müssen wir die KI nochmal eine Stufe höher stellen, auf jeden Fall. Aber ja, man kann direkt sagen, ich bin im Motorsport nicht so der Experte und Profi, wie ich es in Horizon bin. Also in Horizon würde ich mich schon auf jeden Fall zu einem der besseren Spieler zählen. Im Motorsport habe ich bisher nicht so die dramatisch riesige Erfahrung, deswegen wird das für mich jetzt auch mal interessant. Ich denke aber schon, dass ich hier vom Fahrverhalten her das ein oder andere auf jeden Fall hoffentlich einigermaßen aufzeigen kann und mich jetzt nicht komplett in jedes Kiesbett reinschmeiße. Ich habe nicht vor, ein Kados sein 2022 Cosplay zu machen. Noch nicht. Noch nicht. Das kommt dann erst, wenn wir irgendwann echt in der Rennserie sind, wo ich ans Limit pushen muss und ich mich dann einfach jede zweite Kurve komplett überpusht. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die dann durchaus möglich ist. Erreichen die direkt mal Fahrzeugstufe 3. Genau, damit können wir dann nach dem Rennen, das werden wir gleich auch nochmal sehen, aber wir können nach dem Rennen dann ja, 3 Autos bleiben Kraftstoff, das ist okay. Ne, können wir das Fahrzeug dann nochmal, den Mustang hier jetzt ein bisschen umbauen. Deswegen lohnt es sich tatsächlich auch im Rennen sehr konstant zu fahren. Im Regelfall wirklich einfach deine Linie schön zu fahren, auch wenn du jetzt hier vorne wegfährst, trotzdem die ganze Zeit gucken, dass du gut auf die Diagonale bleibst, die Kurven auch wirklich schnell nimmst, weil man sieht jetzt oben die ganze Zeit, ich kriege beispielsweise sehr häufig die 10-0er-Wertung, also die höchste wahrscheinlich. Und dafür kriegst du halt einfach die meisten Fahrzeug-EP. Also Konstanz und schnell sein lohnt sich schon, weil dann steigst du mehr auf und schaltest die Tuning-Teile natürlich auch sehr viel früher sein. Ihr wisst, ich war in der Preview nicht der größte Fan von dem System. Ich werde es wahrscheinlich nach wie vor immer noch nicht sein. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber das werden wir dann ja im Laufe der Vollversion feststellen. Schätze ich jetzt mal. So, ich habe also das Gefühl, ich bin ein bisschen am Spritplan. Wir können uns das in der Telemetrie nochmal kurz umgucken. Wir sehen jetzt hier erstmal relativ ähnliche Werte, wie wir es in Forza Horizon kennen. Okay, und hier sehen wir den Kraftstoff 5% tatsächlich. Okay, das ist sehr geil, weil dann kannst du es wirklich auch ein bisschen abschätzen. So, okay, wenn ich voll push, dann verbrauche ich 3,8% Sprit. Jetzt diese Runde mache ich mal ein bisschen mehr Lifting Cost und verbrauche dann vielleicht nur noch 3,4. Okay, dann ist das sehr fein auf jeden Fall. Was haben wir hier noch so beim Schaden? Irgendwas Witziges noch? Ja, gleich sind natürlich sehr zu dem, was wir schon kennen. Das sollte jetzt niemanden irritieren, hoffe ich mal. Dass mir hier jetzt nicht das Rad neu erfunden hat in der Telemetrie, ist, denke ich, klar. Aber ich glaube, mit Reifenabnutzung und Spritverbrauch, die Rennen hier zu fahren, ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Ich glaube, Full-On Sin Damage möchte ich jetzt nicht machen. Tatsächlich, ich glaube, das wäre noch ein bisschen too much, aber das hier jetzt auf jeden Fall ist okay. Gewinnen das Rennen auf jeden Fall mit einer 1.3.0, dahinter eine 1.3.7 vom Supra. Was hat denn dieser Mustang eventuell? Das wäre ein guter Vergleich.
Das ist der Ray hier. Mit einer 145. Jetzt muss ich die KI vielleicht doch nochmal eine Stufe höher stellen. Unsere Gesamtplatzierung. Stehen wir am Ende der Serie auf Platz 1, gehört die Trophäe der jeweiligen Serie uns. Richtig. So ist es. Da stehen wir mit unserem Auto vom Podium. Das finde ich schön, dass es jetzt wirklich eine Podiumszelebrierung gibt. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil auf jeden Fall. Jawohl, wir haben jetzt hier 14.000 Credits verdient. Wir haben 5.000 EP, was unsere Fahrstufe auf fast auf Level 2 bringt, also zur Hälfte auf Level 2. Wenn die Stufe unseres Autos verbessert, werden neue Teile freigeschaltet, mit denen wir die Leistung des Autos erhöhen können. Genau, in dem Fall haben wir jetzt beispielsweise neue Felgen freigeschalten, Felgengröße und Reifenbreite. Wir sind bereit für unsere nächste Veranstaltung. So ist es, da sind wir. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen hast du die Möglichkeit, dein Auto aufzurüsten. Nutze die wertvollen Autopunkte, die du verdient hast, um neue Tuning-Teile zu kaufen. Neue Teile werden freigeschaltet, wenn du die Stufe deines Autos im Laufe der Serie erhöhst. Wenn du genau, die Stufe deines Autos erhöhst, erhältst du Autopunkte, kurz AP. Mit deinen AP kannst du Tuning-Upgrades für dein Auto kaufen. Experimentiere mit verschiedenen Teilen. Wenn ein Teil nicht das gewünschte Ergebnis liefert, entferne es einfach wieder. Du bekommst die AP zurück und kannst es mit einem anderen Teil probieren. Kein Auto gleicht dem anderen. Jedes Auto hat seine eigenen einzigartigen Teile. Wenn du die Stufe des Autos erhöhst, werden neue Teilekategorien freigeschaltet. Durch den Einbau von Teilen ändert sich die Leistung des Autos. Der LI-Wert wird dann neu berechnet, um die Änderungen wiederzuspiegeln. Der LI eines Autos wird durch sein Leistungsniveau bestimmt. Je schneller das Auto ist, desto höher ist sein LI-Wert. Autoklassen entsprechen einem vorgegebenen LI-Bereich. Jede Veranstaltung hat eine Autoklasse und ein LI-Limit, unter dem wir bleiben müssen, um teilzunehmen. Behalte immer ein Gleichgewicht aus Leistung und Handling im Auge. Ein zu starker Fokus auf einen Bereich kann sich negativ auf unsere Konkurrenzfähigkeit auswirken. Experimentiere herum, um einen für dich geeigneten Build zu finden. Bei einem schnellen Upgrade werden automatisch Teile installiert und es entsteht ein Auto mit ausgeglichener Leistung. Genau, so weit, so simpel. Der will jetzt, dass ich das mache. Die Leistung deines Autos verändert, wenn wir diese Teile einbauen. Ja. Hey, wir haben ein paar neue Teile installiert. Auf zu unserer nächsten Veranstaltung. Nee, noch nicht. Das sieht gut aus. Auf nach Mugello. Nein, noch nicht. Genau, an sich relativ simpel. Sie hat ja im Prinzip alles schon erwähnt. Man kauft jetzt die Tuning-Teile nicht mehr über Credits, sondern über die Auto-EP, die man eben freischaltet, ne, wie ihr gehört habt. Wenn wir, wenn wir in der Stufe aufsteigen. Was ich jetzt hier tatsächlich machen würde mit dem Mustang, ist, ich würde ihm erstmal breite Reifen geben, bis wir dann andere Teile zur Verfügung haben. Also geht gar nicht bei beiden, vorne und hinten. Warte mal, hinten 295er, vorne 255er. Ne, nachdem er etwas mehr untersteuert hat, würde ich es dann so rum machen tatsächlich. Ja. Genau, wir sehen dann auch oben rechts live, wie viele wir noch verfügbar haben, wie viele Car Points. Das ist also relativ simpel. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben die Felgengröße freigeschalten, richtig? Dann ist jetzt nur die Frage, wo man die denn ändert. Weil mich interessieren würde, ob das bei einem bei den Standardfelgen auch geht. Ah, hier, ja, tatsächlich. Okay, das kann ich bei den Serienfelgen nicht machen. Okay, I see. Habe verstanden, okay. Dann gehen wir jetzt nach Mugello. Oder Mugello. Ich glaube, Mugello ist die echte Aussprache. Bei mir hat sich Mugello nur so eingebrannt, dass das schwierig ist rauszukriegen. Aber klar, ich versuche mir anzugewinnen mit Mugello.
Klingt ja auch sehr geil. Um zu verstehen, wie sich die einzelnen Fahrhilfen auf die Steuerung des Autos auswirken, verändere sie am besten nur nacheinander. Außer man ist geübt, dann kann man es auch auf einmal machen. Um die Zielzeit zu erreichen. Ja, machen wir. Genau, wir können jetzt aber an dem Rennwochenende die Tuning-Teile selber nicht ändern. Wir können nur das Feintuning ändern. Finde ich, ist an sich auch nicht schlecht tatsächlich. Während des Trainings passierst du ausgewählte da sind die Sektoren. Segmente, die für schnelle Rundenzeiten entscheidend sind. Deine Zeit wird in Schlüsselsegmenten registriert. Verbesserst du deine Zeit, erhältst du einen Fortschrittsbonus für deinen Wagen. Genau, es sind einfach Sektoren. So weit, so simpel. Nein, das finde ich an sich nicht schlecht, dass tatsächlich du... die Tuning-Teile am Rennwochenende selber nicht mehr ändern kannst. Das passiert im realen Motorsport auch relativ selten, dass im Training einfach komplett oder so kurz vorm Rennen, so ein paar Runden vorm Rennen nochmal komplett andere Teile eingebaut werden. Also klar, kommt vor, aber relativ selten. Deswegen, da muss man sich im Vorfeld schon einig darüber sein, was man jetzt haben möchte hier oder nicht. Eieiei. Bisschen Overshot. Bremsen, die neuen Bremsen ein bisschen überschätzt. Aber wir haben jetzt hier den Sektor San Donato. Jede Strecke ist in Segmente unterteilt, die wir nutzen können, um deine Rundenleistungen zu analysieren. Wir stoppen deine Zeiten in Schlüsselsegmenten, um zu ermitteln, wo du deine Fahrtechnik noch verbessern kannst. Experimentiere mit Bremsen eine Sache. Und finde deine perfekte Linie, um in jeder Runde wertvolle Sekunden zu sparen. Die mich hier im Gegenzug zur Preview auch direkt auffällt. Okay, die Strafen funktionieren hier. Das meinte ich aber gar nicht. Nein, eine Sache, die mir im Gegensatz zu Preview direkt auffällt, ist, dass die Farben deutlich klarer sind jetzt. Das war eine Sache, die ich angemerkt hatte, dass das Ganze in der Preview sehr neblig ausgesehen hat, tatsächlich. Deswegen, dass das Ganze jetzt hier sehr viel klarer aussieht. Das ist schon sehr schön, definitiv. Also, ich finde, auf dem PC sieht es echt verdammt gut aus. Auf der Konsole, ganz ehrlich, auf der Series S, fand ich es auch nice. Aber das hier ist es wirklich einfach nochmal viel, viel schöner. Eindeutig. Sehr schön. Das war in dieser Session deine schnellste Zeit in diesem Segment. Mach weiter so, dann haben wir heute kein Problem, unser angepeiltes Ergebnis einzufahren. Oh Gott. Ja, wir haben dann ein Problem, wenn ich zu doof zum Fahren bin. Da fängt es an, schwierig zu werden. Okay, oben links stehen jetzt immer noch diese 1,4 Sekunden Strafe. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist... Wohin werden die berechnet? Also wann werden die raufgezogen? Ich würde sagen, die sind bei der 1,7, die wir am Anfang hatten, schon drin. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Interessant. Wir schaffen die 169 gerade nicht, die uns vorgegeben wird. Und ich sag mal, die schaffen wir, wenn ich mal ein bisschen vom Driften absehe. Dann kriegen wir die hin, denke ich. War jetzt auch mit einem komplett vollen Auto, ne? Ey, das ist vielleicht fürs Training nicht so smart. Das war noch innerhalb der Track Limits, okay. Das ist natürlich nice. Hier ist ein bisschen Zeit verloren, aber nicht so viel. Das wird die 1,6 auf jeden Fall. Wir steigen auf Autostufe 5 auf, sehr nice. Die schnellsten Rundenzeiten waren gut. Das Rennen kann losgehen. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich doch mal auch. So. Genau. Ändere ich die Schwierigkeit noch? Nee, machen wir nicht. Wir gehen zum Rennen.
Und ändern natürlich noch unseren Kraftstoff, weil 30 Runden ist ein bisschen viel tatsächlich. Ich weiß nicht, ich glaube, wir fahren nur 3 Runden. Ich nehme jetzt trotzdem mal 5 Runden Sprit mit. Einfach für den Fall, dass wir 4 fahren, aber ich meine, es müssten 3 sein. Wobei, nee, das waren noch 4, genau. Kialami waren 3. Bei Kialami eine etwas längere Strecke. Mugello in der Variante ist noch ein bisschen kürzer. Genau, was man auch sagen kann, ich spiele das Spiel jetzt in 4K. Für euch wird es natürlich auf WQHD hochgeladen werden. Das tut mir leid, das war nicht gewollt. Er kennt das Spiel natürlich auch direkt. Wenn wir hier schon mal auf P3 vorfahren. Ich dachte, ich hätte noch einen ATSV neben mir, aber nope, der war weg. Und jetzt fängt meine Nase an zu jucken, das ist natürlich super. Okay, jetzt kurz geradeaus, keine Katzen. Jo. Weil was ich natürlich nicht machen möchte, ist euch jetzt ins Ohr niesen. Ich glaube, das wollt ihr genauso wenig wie ich. Ne, Mugello kann ich mir auch erinnern, dass ich das nicht gewonnen habe gegen den Blackwing. In der Preview. Blackwing ist auch einfach, glaube ich, ein bisschen krass für die Klasse hier. Hat ein krasses Handling und eine krasse Kurvenlage. Ein bisschen Camaro da vorne hätte ich noch gerne. Ach guck mal, da wird sogar die Zeit angezeigt, oder? Habe ich das richtig gesehen? Dann hatte ich gerade 1.13, als wir drüber gefahren sind. Muss ich gleich mal nochmal drauf achten. Ja, ich glaube, ich hole ein bisschen auf dem Camaro. Frage ist, ob es genug ist. Ich nutze die Track Limits aber auch gerade so, wie sie es hergeben, sage ich, wie es ist. Ja, wir holen auf jeden Fall auf. Jetzt hänge ich auch im Windschatten für Startziel. Das wird auch noch mal ein bisschen was bringen. Und wir haben noch 2 Runden, also komm. Full Send into Turn 1 vielleicht. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was da oben drauf stand, aber ich habe es vielleicht. Das ist Overshot. Egal, reicht, zählt. Camaro hat zurückgezogen, sehr gut. Die Frage, kriegen wir den Blackwing noch? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der ist zu weit weg. Bei der Sau Blackwing, ja. Der hat in der Klasse hier nichts zu suchen, der ist OB. Einfach jetzt schon Beta-Fahrzeug gefunden. Ja, das ist weit raus, das war im Kies. Sollte dementsprechend, ja, nur eine Warnung geben. Weil das Spiel gecheckt hat, okay, ich habe jetzt keine Zeit gewonnen, ich habe aber auch keine Zeit verloren, großartig. Macht halt mal nicht nochmal, sonst hast du ein Problem. Also das Strafsystem hat ja in der Preview nicht so funktioniert, das funktioniert hier jetzt schon deutlich besser auf jeden Fall. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Ja, aber der Blackwing vorne ist weg, da habe ich keine Schnitte. Ich glaube, das wäre auch mit 4 perfekten Runden nicht drin gewesen, den zu holen. Okay, tatsächlich kann ich aber auch wirklich sagen, die normale Lenkung fährt sich auch sehr gut im Verhältnis zur Simulationslenkung. Du kannst die Wagen auch heißig Quecke nochmal sehr viel schöner abfangen. Ich glaube, ich werde bei der normalen Lenkung bleiben. Weil ich denke, gerade für die ganz schnellen Autos ist es einfach angenehmer. Okay, jetzt haben wir hier einfach nur nicht nochmal eine doofe Strafe einfahren. Und damit P2 mitnehmen.
Ja, Tatsache, oben ist die Event-Gesamtzeit. Auf der Zielgerade zu sehen gewesen. Sehr cool. Wir haben sogar die schnellste Runde. Ah, und wir sehen jetzt auch sogar, die KI hat auch eine Strafe bekommen hier, der Supra Studio TV. Interessant. Insgesamt die Wertung führen wir an mit 11 Punkten Vorsprung. Jawohl. So nämlich. Sehr geil. Steigen damit auf Fahrer Level 2 auf. Immer irgendwas? Nur noch eine Veranstaltung. Nö. Okay, schade. An die Arbeit. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal rein. Wir haben ja das Fahrwerk nicht freigeschalten. Das wäre natürlich sehr geil gewesen. Ja, den nimmt die Stabis definitiv mit. Die breiteren Reifen am Heck. Nochmal die breiteren vorne. Dann haben wir noch 50 Punkte. Mit 50 Punkten können wir nichts anfangen, glaube ich, oder? Schwungscheibe vielleicht? Ja, Schwungscheibe noch. Okay. Auf nach Kailami. Kailami, ja. Heimatstrecke von Kaibel an der Stelle. Genau, und hier fahren wir jetzt aber nur 3 Runden. Weil es einfach eine lange Strecke ist. Ich glaube, Kailami hat eh nur eine Variante. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, tatsächlich. Genau, wir gehen ins Training. Ich finde es gerade interessant, in der Preview hatten wir auf jeden Fall es geschafft, bis Kailami das Fahrwerk freizuschalten, weil ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich sehr beeindruckt war, wie viel das Fahrwerk ausmacht bei dem Auto. Vielleicht waren es auch die Stabis, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das Fahrwerk war eigentlich. Na gut, okay. 3 Runden schaffen müssen wir wieder und 2 Minuten 5 wäre die Targetzeit. Mal gespannt. Wir haben jetzt maximale Reifenbreite, wir haben Stabis drin. Gut, Schwungscheibe klingt jetzt nicht so dramatisch viel, ehrlicherweise. Aber dann, let's go. Oh Gott. Dann einen schon mal ein bisschen verbremst. So, wollen wir es sehen. So. Ja, Kailami hat in der Preview auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Das weiß ich definitiv noch. Boah, ja, okay, man merkt aber schon, dass der Wagen jetzt sehr viel schöner nochmal hier rumgeht, sehr viel ruhiger auch liegt insgesamt. Das war weit raus. Aber solange es nicht die Wiese ist, ist alles fein. Sagte er und nahm ihn in die Wiese mit. Naja, passiert. Hatten wir nicht auch hier in der Preview im Training sogar schon irgendwie Abend oder so? Im Rennen hatten wir Nacht auf jeden Fall. Ich weiß halt noch nicht, ob wir in der Preview auch Tag hatten oder nicht. Es ist für mich halt ein paar Wochen länger her als für euch. Deswegen bin ich mir da gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber... Na, am Ende ja auch egal. Wir sehen ja nicht mehr eine Preview. Wir sehen in der Vollversion. Und es fühlt sich so geil an. Wenn jetzt der Supra da noch eventuell einen Abgang machen würde. Und unsere Trainingsrunde nicht ruinieren würde am Ende. Dann wäre ich sehr happy, definitiv. Okay, die 2 Minuten 5 schaffen wir relativ deutlich an der Stelle. Den Supra hier mal im Windschatten geschmeidigst überholen. Und Turn 1 muss ich eventuell ein bisschen besser hinkriegen mal. Vielleicht nicht allzu spät bremsen. Könnte helfen.
Ein Fahrzeug sah auch nicht schlecht vom Muster. Klar, könnte ein bisschen mehr scheppern, aber ganz ehrlich. Ich finde, das klingt gut. Ich bin natürlich aber sehr gespannt auch auf alles, was danach noch kommt. Weil das hier kenne ich, das habe ich oft genug durchgespielt. Ich habe es in der Preview schon dreimal gespielt. In den Videos alleine. Privat habe ich es ja noch ein paar Mal, um einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Noch irgendwie 4-5 Mal durchgespielt. Also wie gesagt, das hier kenne ich aktuell. Das... Oh Gott. Interessante wird natürlich das, was danach kommt. Rückblenden haben wir auch. Leider immer noch nur mit fixen Punkten. Das finde ich schade. Das verstehe ich nicht tatsächlich. Wieso die Rückblenden immer noch nicht dynamisch sind. Das hat eigentlich jedes Rennspiel mittlerweile. Also, keine Ahnung. Außer Gran Turismo 7, weil Gran Turismo 7 hat überhaupt keine Rückblenden, wenn ich mich richtig erinnere. Die Strecke float schon sehr gut. Aber ich sehe auch tatsächlich nicht großartig. Ich glaube, es gibt ein, zwei Stellen, wo Abzweigungen sind, wo es dann doch vielleicht andere Varianten potenziell geben könnte. Aber das sind, wie gesagt, nicht viele Stellen. Ich kenne halt Kialami nur von ACC und da bin ich die Strecke auch nur ein, zwei Mal gefahren. Im Training privat. Das war's. Sollte eins jetzt mal ein bisschen früher bremsen. Vielleicht auf die Linie hier schon. Okay, das ist zu früh. Dann Stufe 8 auf. Damit haben wir dann Fahrwerkstuning frei. Sehr schön. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das hier noch ändern können. Vor dem Rennen noch. Müssen wir gleich gucken, aber glaube ich nicht tatsächlich. Aber man merkt wirklich, also das ist, denke ich, auch so ein bisschen das Ziel vom Builders Cup. Man merkt wirklich, dass der Mustang sich jetzt schon mal viel besser fährt, als es im ersten Rennen noch gemacht hat. Also ich glaube, man sieht auch wirklich, dass wir hier weniger Untersteuern haben beispielsweise. Und das, wie gesagt, wird, denke ich, auch das Target irgendwo sein. Vom Builders Cup. Hatten sie ja öfter, also sehr oft gesagt. Dass man hier einfach mehr Zeit mit einzelnen Fahrzeugen verbringen soll und nicht so viele verschiedene fahren soll. Bin ich mal gespannt, ob ich das System irgendwie austricksen kann. Gucken wir mal. Links um. Ja, okay, die 1, 2, 3 wird die beste. Die 2, 2, 3 wird die beste Zeit bleiben. 1, 2, 3 wäre wild. Ja, 1, 2, 2 eventuell. Schade. Wir sind bereit für das Rennen. Dann nicht. So. Dann rein in die Rennen. Würde ich auch mal gesagt haben. Nicht wahr? Genau, ich glaube nämlich nicht. Ja, ich kann jetzt hier nur ins Feintuning reingehen eben. Beim Tuning geht es darum, kleine Änderungen am Können jetzt hier beispielsweise mal sagen, ich stelle mal die Frontscheibe ein bisschen weicher. Ja, wir testen es einfach mal. Komm, warum nicht? Einige Upgrade-Teile enthalten. Vielleicht haben wir da noch mal ein bisschen weniger andersiert. Mit denen du eine noch größere Kontrolle über die Leistung deines Autos erlangst. Genau, wir fahren ja nur 3 Runden, das heißt, wir nehmen mal 20% Sprit mit. Und gehen dann rein ins Rennen. Startposition anpassen. Überquerst du die Ziellinie als Erster, Zweiter oder Dritter, erhältst du einen Podiumsbonus. Die Höhe dieses Bonus basiert auf der Startposition und den Schwierigkeitseinstellungen. Je mehr du riskierst, desto höher wird der Bonus ausfallen. Genau, also wenn ich jetzt hier weiter vorne starte, dann kriege ich hier quasi gar keinen Bonus mehr, sondern je weiter hinten ich starte, desto höher fällt der aus. Ich würde es aber bei P14 probieren. Vielleicht klappt es ja.
Gucken wir einfach mal. Oh, der Startgrid ist schon sehr divers hier. Das wird aber ziemlich sicher keine einzelne Fahrzeugklasse sein. Also das wird jetzt nicht irgendwie Forza Amateur sein oder so. Ich denke, das werden einfach eine handselektierte Auswahl von Fahrzeugen sein, die hier mitfahren. Weil ich nicht sehe, dass ein Mustang, ein Civic und ein LC500 in eine Klasse gehören. Ich denke, das wird einfach nur so ein schönes Einsteiger-Roster eben sein. Oh Gott. Hi, na? Hey. Volle Konzentration jetzt. Bleib aggressiv, aber sieh zu, dass du nichts rammst oder die Strecke verlässt. Wir können keine Zeitstrafen brauchen, die unsere Chance auf einen Spitzenplatz schmälern. Okay, für den 10-1-Incident habe ich eine Strafe bekommen. Ich meine, finde ich nicht schlecht, weil das war ein hartes Ding von mir. Das muss ich jetzt natürlich hier im Auge behalten. Das da vorne ist kein Blacken, das ist einfach nur ein ATSV. Den kriege ich doch wohl. Hoffe ich jetzt mal. Da ist auch ein bisschen Lupfen tatsächlich, damit wir auch wirklich vom Sprit hinkommen. Den sollten wir schaffen. Ich meine, ich bin ja mit knapp über 3 Runden Sprit losgefahren und ich habe, glaube ich, in den Rennen vorher schon, wie gesagt, ein bisschen gesaved gehabt. Deswegen eigentlich sollte das passen. Okay, wahrscheinlich war ich da gerade so langsam rum, dass ich da deswegen keine Warnung für bekommen habe. Okay, da hatte der Cadillac jetzt ein bisschen Angst, glaube ich. Dass ich da innen reingehe, der hatte gar keinen Bock mehr. Hat ein paar Positionen verloren damit. Okay, ein bisschen safen muss ich an Sprit. 14,2% haben wir jetzt hier. Ey, das wäre ein Highlight. Erstes Rennen. Erster Cup. Ich versag direkt einrennen, weil ich keinen Sprit mehr habe an der Linie. Natürlich, das einfach ein bisschen mehr rollen. Dann sollte es ja eigentlich passen. Vielleicht ein bisschen drüber schalten. Ein bisschen früher schalten auch. Hier zum Beispiel rollen lassen. Jetzt erst aufs Gas. Komm, in F1 kriege ich dann immerhin. Da schaffe ich es doch wohl in Forza auch. Let's go. Okay, aber das Rennen ist jetzt auf jeden Fall Nacht. Heute hast du zumindest noch richtig im Gedächtnis gehabt. Mein Gehirn verlässt mich nicht komplett. Das ist doch schon mal schön. Ja, komm, das. Also, eigentlich habe ich jetzt sehr hart gesaved an Sprit diese Runde. Aber ja, lieber ein bisschen mehr mitnehmen als ein bisschen zu wenig, ne? Das ist bei Sprit immer so der Fall. Ja, doch, das reicht safe jetzt. Die letzte Runde 10%. Wenn wir gerade 14% hatten auf Startziel, dann habe ich mehr als genug gespart. Bremsen links um.
Jawohl, Fahrzeugstufe 10. Ich meine, es gibt Sinn, dass wir hier ein bisschen mehr Auto-EP bekommen, weil das ist die längste Strecke, relativ deutlich. Und ich glaube, die KI macht hier in der letzten Runde ein bisschen langsamer, damit man den Cup wirklich gewinnt. Könnte sein. Aber wir probieren für den zweiten Cup auf jeden Fall dann die KI-Stufe, die 1 höher ist. Damit wir da ein bisschen mehr Spannung im Rennen haben. Wobei das jetzt, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Spiel hier gerade die KI ausbremst. Ja, 7,3% auch bis zum Ziel, das reicht. Kann man einen Drift ziehen hier am Ende? Inlet müssen wir Gott sei Dank nicht fahren. Ja, die weicheren Stabis vorne haben auf jeden Fall schon geholfen, dass wir ein bisschen weniger Understeer haben. Also untersteuern. Ich gehe davon aus, dass das Feintuning noch zu großen Teilen funktioniert wie vorher. Nur vielleicht von den Werten her nochmal ein bisschen anders. Aber die Auswirkungen werden immer noch sehr ähnlich sein. Werde ich mir aber natürlich angucken, ja? Das steht natürlich fest. Während wir jetzt das dritte Rennen gewinnen und damit unseren ersten Cup auf P1 abschließen. Ganz geschmeidig dominiert. Wir sind auf P1 gelandet. Ja, so ein Ding ist das. Das ist Dewey auf P3. Jawohl, 24.000 Credits, nehmen wir mit. Wir haben gerade unsere erste Builders Cup Trophäe gewonnen. Ein schöner Start für unsere Sammlung. Nehmen wir. Ja, noch ein paar Tuning-Teile für den Mustang. Sehr schön. Dann können wir weitermachen. Jede Builders Cup Tour umfasst mehrere Serien von Autogruppen, die technisch und fahrerisch einzigartige Herausforderungen darstellen. Der Abschluss einer Tour schaltet einzigartige Belohnungen frei. Kehre regelmäßig zurück, da immer wieder neue Touren mit neuen Belohnungen veröffentlicht werden. Okay, das war nicht angekündigt. Da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich gehe davon aus, weil ich Motorsport 7 gespielt habe, haben wir jetzt eine GT2S Forza Edition gekriegt hier am Anfang. Nice. Weißer, grauer, gemusterter Rennanzug mit hellblauen Handschuhen und Forza-Logo, Helm in grau, türkis, pink mit Aufklebern der Autogruppe. Oha, nehmen wir mit. Genau, das sind jetzt die verschiedenen Cups, die man machen kann. Wo... Ja, wir jetzt hier der Reihe nach durchgehen müssen. Okay, I see. Genau, das hier war eben das Intro. Also die Cups. Natürlich werden wir die machen. Das steht ja vollkommen außer Frage. Da sehe ich aber doch was. Warte mal. Mich interessiert jetzt erstmal eine Sache. Warte mal, meine Autos dürfte jetzt erstmal nur die 3 haben. Ach nee, ich habe direkt hier die DLC-Fahrzeuge mit reinbekommen. Wieso habe ich denn M4? Ich weiß nicht, woher ich einen M4 habe, bin ich ehrlich. Genau, die hier dürften aus dem VIP-Pack sein, die beiden, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso ich eine Corvette C8 habe. Warum habe ich so viele Forza Editions? Ich nicht verstehe. Ich absolut nicht verstehe, aber ich akzeptiere. Nein, mich interessiert jetzt kurz eine Sache. Willkommen im Showroom. Hier findest du hunderte von Autos von mehreren Dutzend Herstellern. Ja, ja. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir... einen neuen R8 haben? Okay, zumindest nicht hier in der Autoshow. Ne, zumindest nicht hier in der Autoshow. Aber das ist doch... das ist doch safe. Safe ist das der 2020er R8. Ja, 100 pro.
Das ist das Facelift. Okay, haben wir noch irgendwas Interessantes? Irgendwas Grundneues? Nee. Okay. Ja, das heißt, wir werden hier nächstes Mal natürlich reingehen in praktische Leistung. In unserer ersten Builders Cup dann mal. Und werden da mal gucken, wie das hier weitergeht. Was haben wir denn jetzt hier? Haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Warte mal. Genau, Autos kann ich jetzt hier nur in Upgrade Tunings reingehen. Ah, okay, und kann jetzt hier sagen, ich möchte jetzt gerne die Corvette aufbauen, meinetwegen. Und sehe dann, scheiße, ich habe keine Teile. ja, gut, okay. Kann ich denn dann... Hier passe ich dann Fahrer an. Das sind einfach nur... Das ist die Galerie, ja. Ich kann jetzt hier im Forza Vista den Cadillac mir angucken. Habe ich hier dann irgendwann die Möglichkeit, ein anderes Auto hinzustellen? Warte mal, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal hingehe. Und ich wähle jetzt hier meinetwegen dann meinen Mustang aus. Im freien Spiel fahren, Design und Farbe auf Autoplatz platzieren. Ah, ja, ja. Weise sie einfach einem Autoplatz zu. Dachte ich mir doch. Du kannst sie jederzeit wechseln. Genau, ich kann jetzt hier den Mustang beispielsweise hinstellen auf Platz 1. Kann dann sagen, ich hätte gerne die Corvette. Wie gesagt, wo ich die her habe, da fragen wir jetzt aber nicht. Kann die Corvette dann auf dem Platz hier tun. Dann meinetwegen den Acura, weil ich den gerade ganz schick finde. Den GT3. Auf Platz 3. Und dann meinetwegen mal den... Den Supra... Auf Platz 4. Und dann, wenn ich hier rausgehe... Genau, habe ich jetzt hier im Vordergrund den Mustang und da hinten stehen dann, also, okay, ich dachte, ich kann da hinlaufen vielleicht, aber nein, da hinten stehen dann die Fahrzeuge, die ich da hingestellt habe, der Acura, der Supra und die Corvette. Okay, sehr cool. Sehr nice auf jeden Fall. Gut, dann wäre es das mit der ersten Ausgabe hier von Forza Motorsport gewesen. Nächstes Mal gehen wir dann rein. Um 12 Uhr kommt die Folge dann wahrscheinlich. Nächstes Mal gehen wir dann rein in den ersten wirklich neuen Teil. Bin ich sehr gespannt. Ja, deswegen, es lohnt sich dran zu bleiben. Gerne Daumen nach oben und ein Abo dalassen bei dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus!